Ihr Lieben, ganz herzlich willkommen. Hier ist die Susanne Beck und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich eigentlich nie so großartig aufgeregt bin, weil der Zoom-Raum mein zweites Wohnzimmer ist. Aber heute bin ich mega aufgeregt und bin so glücklich, dass unser lieber Doc Olli heute Zeit sich genommen hat für uns, um uns zu erzählen über die mega, mega wichtige Rolle des Darms. Und bevor ich euch weiter langweile, übergebe ich gleich das Wort an den wunderbaren Dr. Oliver Wenker, live im Moment, jetzt gerade per Zoom aus Texas. Jawohl, hallo aus Texas. Das Wetter ist schön, die Temperatur ist perfekt, alles ist gut hier und ich werde nicht lange schwatzen, weil ich habe das schon gemacht. Ich werde direkt anfangen mit den Folien und mache die da groß. Mal schauen. Voilà. Susanne, siehst du die Folie und hörst du mich? Alles klar, gut. Super gut. Gut, dann fange ich an. Ich habe den Chat ausgeschaltet und alle Töne und ich mache einfach weiter. Wenn ihr Fragen habt, müsst ihr das in den Chat reintun und die Susanne tut dann das zusammenfassen. Ich bin ein alter Mann und habe ganz viele Sachen in meinem Leben schon gemacht, aber ich bin zur Erkennung gekommen und es tut mir leid, wenn ich ab und zu die deutschen Worte etwas verdrehe, weil ich seit 30 Jahren schon in Amerika bin und mein Deutsch ja, ist immer noch okay, aber ich verdrehe ab und zu die Worte. Aber es ist mir wirklich nach so vielen Jahren Medizin, Schulmedizin und die letzten 10, 15 Jahre Alternativmedizin, ist mir wirklich ganz, ganz klar geworden, wenn wir ein Organ aus dem Körper herausnehmen können und besonders beachten sollten, ist es der Darm. Und ihr werdet heute merken, warum das so ist. Es ist sogar so gekommen, dass ich vor 10, 15 Jahren im Spital noch allen Leuten, meinen Kollegen, versucht habe zu erklären, dass sie doch im Darm anfangen sollten. Und die Neurologen haben sich die Augen verdreht und die Internisten und die Nierenspezialisten, die wollten nur ihr eigenes Organ sehen. Und ich habe allen immer gesagt, nein, es kommt alles im Darm zusammen. Und ich habe genau gesehen, wie die Augen verdreht haben hinter meinem Rücken und gelächelt haben. Und heute kommen die alle zu mir und fragen, hey Olli, könntest du für uns Vorträge machen? Könntest du in dieses Spital kommen, in das Spital kommen und Ärzte etwas informieren über die zentrale Rolle des Darmes? Und wenn wir uns Menschen anschauen, und Susanne, nur kurze Frage, vielleicht Chandra, du siehst, dass ich jetzt die Folie gewechselt habe? Bin Ja, sicher. super gut, vielen Gut, Dank. alles klar, weil ich habe schon Vorträge gemacht, wo ich fleißig Folien gewechselt habe und niemand hat es gesehen. Gut, wenn wir uns Menschen anschauen, alle ihr, die ihr dabei seid jetzt, die 100 Leute, ihr seid 99,9% identisch, wenn es zur genetischen Information kommt. Und kurz hinter euch sind die Schimpansen, die sind ungefähr 99,8% identisch. Aber wenn wir in den Darm schauen, dann seid ihr alle zu 85 bis 90% unterschiedlich. Also der Darm ist ganz unterschiedlich beim Menschen. Was ist denn das? Was sind diese komischen kleinen Cartoons hier, die wir im Darm sehen? Das sind Mikroben. Und wir nennen das das Mikrobiom. Das Mikrobiom, wenn ihr das noch nie gehört habt, ist ein Wort, eine Zusammenfassung für alle Mikroben, die ihr im Körper habt und auf dem Körper. Das sind Bakterien, das sind Viren, das sind Pilze und das sind noch andere Formen von ganz Hunderten von Jahren, Tausenden von Jahren alt, die überlebt haben. Und wir nennen das das Mikrobiom, diese Gesamtheit. Und diese Gesamtheit hat natürlich wahnsinnig viel genetische Information, die mit unseren Genen gemischt werden. Jeder von euch hat über 100 Trillionen dieser Mikroben im Körper und auf dem Körper. Und wenn ihr in den Spiegel schaut, euer Körper besteht aus 10% menschlichen Zellen und 90% Mikrobenzellen. Also wenn ihr in den Spiegel schaut, seht ihr entweder einen großen Pilz, ein großes Bakterium oder ein großes Virus. Und 90% ist, was diese Zellen sind. Und wenn es zur genetischen Information kommt, ist es noch viel schlimmer in dem Sinne. Nur 1%, ein halbes Prozent vom Vater, ein halbes Prozent von der Mutter, genetische Information kommt zusammen.
wenn ihr geboren werdet und 99% eurer genetischen Informationen in eurem Körper ist tatsächlich von Mikroben. Und da soll mir noch jemand sagen, dass das keine Wichtigkeit hat. Die meisten Mikroben bei euch leben im Darm, und zwar im Dickdarm. Aber ihr habt sie auf der Haut, ihr habt sie in der Lunge, ihr habt sie im Kopf drin, ihr habt die überall drin, im Haar, überall. Nun, schauen wir uns genetische Informationen an. Wenn ihr mal auf die Toilette geht und anstatt das, was hinten rauskommt, einfach in die Toilette plumpsen lässt, nehmt ihr mal einen Esslöffel und nehmt die erste Portion auf den Esslöffel. Habt ihr ungefähr 10 Gramm Kot. Und die genetische Information, die in diesem 10 Gramm drin sind, ist mehr als die kombinierte Information aller Computer, Rechner auf der Welt zusammen. Über ein Zettabyte, also eine Milliarde Terabytes Information in diesen 10 Gramm Code. Und was machen wir damit jeden Tag? Und ich sage, ich hoffe jeden Tag, weil ich weiß, dass das nicht jeden Tag ist bei den meisten von euch. Was machen wir damit? Wir spülen das einfach in die Toilette runter. Ja, ist auch nicht schlecht, weil geht es in die Umwelt und kann dort etwas Information verteilen. So, warum hat denn der Darm alle diese Mikroben? Natürlich, die helfen, die Nahrung zu verdauen. Die unterstützen das Immunsystem. 70% des Immunsystems sitzt im Darm und wird beeinflusst von den Darmmikroben, vom Mikrobiom. 70%. Und wenn wir jetzt in dieser Pandemie sind, und ich mache jetzt hier keine Politik mit Impfung und Covid-Virus und alles, aber ich kann euch nur sagen, es war noch nie so wichtig in der Zeitalter der Menschheit, dass wir das Immunsystem unterstützen und dass wir das Körpergewicht unter Kontrolle halten, weil Körpergewicht und Immunsystem hängen zusammen, weil Körpergewicht hängt natürlich zusammen mit, was ihr Essen tut und was ihr durch den Darm aufnimmt. Und somit das Essen, werdet ihr bald sehen, beeinflusst eures Mikrobiom und somit beeinflusst es eures Immunsystem. Die Bakterien und entgiften auch gefährliche Substanzen, Medikamente. Also wenn Leute mich fragen, oh, ich muss mich oder ich will mich für Covid impfen lassen, soll ich das machen? Aber da haben es ja gefährliche Stoffe drin. Ja, genau. Die werden wieder entgiftet, zum Teil eben von diesen Bakterien im Darm. Und wenn die Bakterien nicht stimmen, dann stimmt alles nicht im Körper. Die produzieren Vitamine. Wir haben gewisse Vitamine, die wir nicht mit der Nahrung aufnehmen können, sondern die werden von unseren Bakterien im Darm produziert. Und wenn der Darm nicht in Ordnung ist, da habt ihr Vitaminmangel für einen gewissen Vitaminen. Und ich werde euch heute auch zeigen, wie die Bakterien im Hirn eure Emotionen, eures Gedächtnis und zum Beispiel auch eures Gleichgewicht beeinflussen. Die beeinflussen ganz genau das Hirn. Und ich werde euch diese Verbindungen heute erklären. Und hier sehen wir, wie wir unser Essen vorbereiten, das in unseren Darm reingehen wird. Ganz auf der ganzen Welt wird das gemacht. Gott sei Dank in Europa, viele Länder haben das Roundup oder das Glyphosat schon verboten, aber ihr braucht andere Giftstoffe und die finden den Weg in den Darm. Und wenn wir schauen, zum Beispiel beim Glyphosat, das Roundup, das ist das meistgebrauchte Herbizid, Pestizid in der Welt, dann sehen wir, dass das von Monsanto hergestellt wird, die jetzt von einer deutschen Firma aufgekauft wurde. Und die haben tatsächlich alle 15, 20 Jahre tun die ein neues Patent einreichen für dieselbe Substanz, damit niemand das kopieren kann. Und in 2010, das ist also bis im 2030 noch wirksam, das letzte Patent war, dass Glyphosat tatsächlich ein Antibiotikum ist. Und was passiert, wenn man Antibiotika in Mikroben reingibt, in Bakterien, dann bringen natürlich die Antibiotika die Bakterien um. Und macht überhaupt keine Fehler oder keinen Zweifel. Ihr alle und eure Kinder, eure Babys, ihr esst Pestizide, Herbizide zum Frühstück, zum Mittagessen und zum Nachtessen. Ihr esst auch das Äquivalent einer Kreditkarte Plastik pro Woche. Also 4 Kreditkarten Äquivalent Plastik pro Monat. Und das ist der Durchschnitt. Und man kann das noch massiv erhöhen, wenn man gewisse Sachen falsch macht. Können wir mal dann einen anderen Vortrag darüber machen. Aber hier sind die wissenschaftlichen Studien. Behandlung mit Antibiotika, also in diesem Fall ein Pestizid, Herbizid, beeinflusst mindestens ein Drittel der Darmbakterien auf negative Art und Weise. Die Vielseitigkeit geht runter, das Reichtum geht runter und die Ausgeglichenheit dieser Familien von diesen Darmbakterien wird geschädigt. Und einige Stämme
In dieser Studie erholen sich nicht nach 6 Monaten, wir wissen von anderen Studien, bis zu 10 Jahren erholen sie sich nicht. Nun, heißt das, dass ich als Arzt sage, dass ihr nie Antibiotika nehmen solltet? Nein, Antibiotika können Leben retten. Aber einer der Fehler der Medizin war, dass wir in den letzten 50 Jahren viel zu häufig Antibiotika gegeben haben. Nicht nur haben wir Resistenz entwickelt gegen Antibiotika. Jedes Mal, wenn wir das machen, machen wir den Darm kaputt und somit das zentrale Organ des Körpers. Und so schauen wir uns, was das Essen ausmacht. Ihr seht hier links Essen von Afrika, etwas einfacher, etwas gesünder, sehr viele Kerne und Avocado super gut, ein paar Gemüse. Und ihr seht die grüne Farbe hier, das sind die gesunden Bakterienstämme im Darm. Die sind absolut in der Mehrheit. Und da gehen wir nach Amerika oder zu euch jetzt nach Europa, weil ihr seid gar nicht so viel besser wie wir hier in Amerika unterdessen. Und ihr seht alles dieses Essen, fettiges Essen, falsches Essen, vor allem zu viel Zucker im Essen. Und ihr seht, die roten, die schlechten Bakterienstämme nehmen über. Und natürlich, wenn ich euch sage, dass diese Bakterienstämme Auswirkungen auf das Gehirn, die Gesundheit, das Immunsystem haben, seht ihr schon, dass unser Essen, das sogenannte zivilisierte Essen der zivilisierten Welt, unser Immunsystem, unser Körper total kaputt macht. Und hier sehen wir, was macht es aus, wenn wir gesund essen? Man stellt fest, dass eine gesunde Gewichtsabnahme das Mikrobiom am meisten positiv beeinflusst, weil natürlich schlechtes Essen mit Gewichtszunahme zusammenhängt. Und das Mikrobiom des Darmes kann mit gesunder Ernährung massiv verbessert werden. Und deshalb habe ich über die letzten 14, 15 Jahre habe ich mir ein Programm entwickelt. Und das Programm geht ganz super gut zusammen mit was Susanne Beck hier entwickelt hat. Und ich werde das euch am Schluss noch kurz zeigen. Aber wenn ihr mal schaut, diese genetische Information, die ihr habt, die ist in diesen Chromosomen drin. Und ihr seht hier so eine Spirale, das ist, wo wir unsere Gene drin haben. Und die ist kilometerlang, hunderte von Kilometer lang, wenn man die auseinanderzieht. Wie weiß denn der Körper, wo genau er anfangen muss, diese Information zu lesen, wo er aufhören muss, die zu lesen oder welche Stücke er kopieren muss? Ja, wir haben Lichtschalter an diesen Genen. Die Lichtschalter kann man an- und abschalten. Und diese Lichtschalter werden gemäß Lebensstil verschoben. Ein guter Lebensstil macht Anschaltknöpfe an einem guten Ort und schaltet ab, bevor das Schlechte kommt. Ein schlechter Lebensstil mit Übergewicht und Fettleibigkeit macht das Umgekehrte. Und das Schlimme ist, dass sich das über 3, 4 Generationen weiter vererbt. Wenn ihr also die Entscheidungen, die ihr heute trifft mit eurer Nahrung, Bewegung, Schlaf, Gesundheit im Allgemeinen, das wird sich über 3, 4 Generationen weiter vererben, außer die Leute dann. Eure Nachkommen sind viel gescheiter wie ihr und die leben dann wirklich gesünder, um diese Veränderung rückwärts zu machen. So, hier ist eine ganz interessante Sache. Hier haben wir Mäuse genommen oder wir, diese Leute, die diese Studie gemacht haben, haben Mäuse genommen und haben gesagt, wir füttern diesen Mäusen eine total westliche, zivilisierte Diät. Und natürlich, wie erwartet, hat das Fettleibigkeit zur Folge. Und man hat dann den Kot angeschaut, das Mikrobiom, und hat eine starke Zunahme dieser schlechten Mikroben festgestellt, dieser roten Farbe, die ich vorher gezeigt habe. Dann hat man gesagt, okay, dann warten wir jetzt, bis diese Mäuse den Kot rausdrücken. Wir nehmen den Kot und wir tun den mit einem Katheter anderen dünnen Mäusen rein, weil diese Mäuse waren ja dick, weil die zu schlecht gegessen haben. Und jetzt haben die also Kot von dicken Mäusen den dünnen Mäusen hinten reingespritzt mit einem Katheter in den Dickdarm rein. Ganz einfach zu machen, tut auch nicht groß weh. Und da, was ist passiert? Die dünnen Mäuse sind sofort dick geworden. Ha, die Mikroben im Darm tatsächlich bestimmen, ob ihr dünn oder dick seid. Dann haben die das Umgekehrte gemacht. Die haben Kot von dünnen Mäusen in dicke Mäuse reingespritzt, hinten rein in den Dickdarm. Was ist passiert? Die dicke Mäuse sind dünn geworden. Und das hat zu einer völlig neuen Medizin geführt. Das ist die fäkale Transplantation.
Über 99% dieser Transplantationen macht man heute in Spezialkliniken, wo Leute ganz schwer zu behandelnde Darmkrankheit haben und die mit Medikamenten nicht behandelbar ist. Und dann spritzt man denen Kot ein in den Dickdarm hinten rein mit einem Katheter von gesunden Leuten. Und wisst ihr, was passiert? Die Heilungsrate ist ungefähr 95%. So wichtig ist dieser Kot. Und natürlich haben wir jetzt Kliniken hier in Amerika, das kommt dann sicher mal rund um die Welt herum, wo dicken Leuten Kot von dünnen Leuten eingespritzt wird. Also wenn ihr alle bei Young Living mitmacht und ihr neue Young Living Mitglieder sucht, die ihr gern im Team einschreiben möchtet, würdet ihr vielleicht anstelle einfach nur jedem Mann einzuschreiben, würdet ihr vielleicht schauen, wie möchtet ihr aussehen mit dem Körpergewicht, und dann sprecht ihr diese Leute auf der Straße an und fragt ihr, können wir die Visitenkarte und noch etwas anderes miteinander austauschen. Das ist eine interessante Art und Weise, wie man sein Team aufbauen kann bei Young Living. Nun, jetzt geht es etwas weiter, und nicht nur hat es mit Körpergewicht zu tun, das Mikrobiom. Wir stellen fest in der letzten Forschung, dass es mit Langlebigkeit zu tun hat. Ein gesundes, optimales Verdauungssystem kann sogar Alterserscheinungen im Gehirn und in anderen Organen nicht nur stoppen, sondern rückgängig machen. Das so wichtig ist der Darm und das Mikrobiom. Und ich werde euch hier etwas zeigen. Das sind die sogenannten Langlebigkeitszonen auf der Welt. Der Gary Young ist auch wie viele andere in diese Zonen gereist, um zu schauen, warum werden die Leute 100 Jahre und älter in diesen Zonen. Und als er das gemacht hatte, hatte zum Beispiel hier in der Mitte, seht ihr, Hunza, Pakistan. Da hat er das Einkorn gefunden, wo er das Einkorn mitgenommen hat. Er hat dann das in Frankreich hier in Simian-la-Rotonde auf der Young Living Farm angepflanzt, aber eben auch nach Amerika mitgenommen. Und das in seiner Lieblingsranch, die Skyrider Ranch, hat er das angepflanzt. Und das sind, woher eure Einkornprodukte kommen. Die sind aus Pakistan. Aber wenn wir uns diese Orte anschauen, wo Leute 100-jährig werden und älter, sehen wir, dass die alle ungefähr am Äquator liegen, also das heißt keine extreme Temperaturen haben, mehr oder weniger ausgeglichen, etwas links und rechts vom Äquator. Und dann sehen wir zwei Sachen, und das sind ganze Bücher darüber geschrieben worden. Erstens, das sind Inseln, wie zum Beispiel Okinawa, Japan, Sardinien, die PE-Inseln in Kanada. Und die Leute sagten dann, ja, in diesen Inseln, die Leute essen sehr viel Fisch, die haben sehr viel Omega-3, die essen sehr viel Seealgen, die sind besonders gesund und die bewegen sich, die gehen am Morgen fischen, die sind sehr gesund und bewegen sich und schlafen viel. Und da haben sie gesagt, okay, das ist die Erklärung. Und dann die anderen Orte sind alle irgendwo hoch in den Bergen, wie zum Beispiel Ninja in China, ist ganz oben gegen die Mongolei zu, in einem Tal, das Kräutertal heißt von China, wo das Wasser noch sauber ist und es ist im Gebirge. Oder wir haben Abkhazia in Georgia, wir haben Pakistan, das Hunza, wir haben viele Orte in Südamerika, die sind alle hoch in den Bergen. Was haben die gemeinsam? Die haben wenig Holz, das heißt, es wird relativ wenig gekocht, viel Rohkost gegessen, weniger Tiere, weniger Fleisch gegessen, viele Wurzeln, Beeren, und es wird viel gelaufen, um das Essen zu finden. Die bewegen sich viel und die schlafen, weil die kein Licht haben, keine Elektrizität, gehen die früh schlafen, schlafen ihre 10 Stunden oder so und wachen dann wieder auf. Also gesundes Leben. Und so haben alle diese Autoren gesagt, okay, wir haben hier die Erklärung für die 100-Jährigen und älter. Entweder ist das die Inselleben oder es ist das Bergleben. Aber die letzten 2 Jahre haben etwas Neues gezeigt. Die letzten 2 Jahre haben gezeigt, dass wenn wir diese alten Leute nehmen, die jung geblieben sind mit 100 Jahren, und das Mikrobiom anschauen, dann sehen die Mikroben so aus, wie wenn die Leute 20, 30 Jahre alt sind oder jung sind. Das heißt, das Mikrobiom, die Bakterienmischung im Darm, macht aus, ob ihr älter werdet oder nicht. Und noch ganz umgekehrt, jetzt haben wir wieder diese Transplantationen vom Kot gemacht und haben Kot von alten Mäusen, die Hirnschaden, Alzheimer, Demenz hatten, Augenschaden wie Katarakte und so Sachen und hatten Darmwandschaden, Narben und schlechte Därme und so weiter, und haben denen Kot von jungen Mäusen eingespritzt. Und was ist passiert?
die Alterserscheinungen haben gestoppt und sich rückwärts entwickelt. Das Hirn hat sich wieder erholt. Einiges dieser verschiedenen Veränderungen bei Demenz sind weg. Der Darm hat sich erholt, das Auge ist besser geworden. Und dann haben die das Umgekehrte auch gemacht. Die haben Kot genommen von jungen Mäusen und junge Mäuse in Alter haben die das rückgekehrt, da haben die Kot von alten Mäuse in junge Mäuse reingetan und die jungen Mäuse haben sofort Hirnschaden bekommen, Darmschaden und Augenschaden. Also ihr seht, wie das absolut zusammenhängt und das ist absolut phänomenal. Und da soll mir noch jemand sagen, dass der Darm nicht wichtig ist. So, also wenn es um den Darm und das Mikrobiom geht, es geht nicht ohne das, wenn es in die Gesundheit geht. Und ich habe euch schon gesagt, 70% des Darmes sitzt im Immunsystem oder das Immunsystem sitzt im Darmes. Deshalb finde ich diese ganze Diskussion mit Covid total leidig, dass sich die Leute miteinander streiten wegen Impfungen, wegen Masken, wegen dies und Darm und Lockdowns, weil am Schluss liegt die Antwort im Darm. 70% des Immunsystems. Und wenn wir uns alle einigen könnten, rund um die Welt, dass wir etwas besseres Körpergewicht hätten und einen gesünderen Darm, dann müssen wir die andere Diskussion schon gar nicht haben. So, da gehen wir jetzt mal zu den Leuten, wo das eben nicht so stimmt. Wer hat dann Verdauungsstörungen? Meistens Verstopfungen, aber auch Durchfälle oder unregelmäßige Stühle. Und es zeigt sich, das war eine sehr große Studie, dass Frauen häufiger als Männer an Verdauungsstörungen leiden. 60%, und die meisten von euch, die hier zuhören, die von euch 100, also ich weiß, 60 von euch haben mindestens wöchentlich Probleme und 90 von euch, weil wir genau 100 sind in diesem Zoom, 90 von euch haben monatlich mindestens eine Verstopfung. Und leider 60 von euch Frauen, die hier mitmachen, wenn ich nehme an, dass das meiste Frauen jetzt hier sind, ihr leidet darum schon über 10 Jahre. Seid ihr denn wahnsinnig? Ja, natürlich nicht, weil ihr, das ist eures Leben und ihr habt euch damit abgefunden. Aber ich werde euch heute hier sagen, ihr könnt das ändern. Das kann zu einem Schluss kommen. Ihr könnt euch verbessern, eure Gesundheit. Und das wird sich dann vererben auf eure Kinder und Kindeskinder und Kindeskinder. Gut, chronische Verstopfung, mindestens ein Drittel der Bevölkerung hat das. Warum? Weil wir sitzen zu viel, wir bewegen uns zu wenig, wir essen das Falsche, wir schlafen zu wenig, wir sind zu übergewichtig. Wenn wir übergewichtig sind, dann drückt das Zwerchfell alles auf den Darm. Der Darm kann sich nicht richtig bewegen und es führt alles zu Verstopfungen und natürlich auch die Emotionen. Deshalb sind ja die ätherischen Öle so wichtig, weil man da die Emotionen mit beeinflussen kann. Die Emotionen machen sogar auch, haben eine Verbindung zu den Darmbakterien. Und zwar ist es die Darmbakterien, die die Emotionen verursachen. Und Emotionen können euch so schlapp machen, dass auch der Darm schlapp wird. Das ist eine völlig faszinierende Verbindung, wie das alles vor sich geht. Und hier sehen wir, chronische Verstopfung führt zu einer Veränderung, wie erwartet, des Mikrobiomes. Und eine Veränderung des Mikrobiomes kann zur Verstopfung führen. Fängt alles im Darm an. Der Darm hat eine zentrale Rolle. Und wenn der Darm nicht eben funktioniert, dann kriegt man Dickdarmkrebse, andere Krebse im Darm, Herz-Kreislauf-Krankheiten, Zuckerkrankheiten, neurologische Krankheiten. Warum neurologische? Weil ich werde euch zeigen, dass eine große Verbindung ist zwischen Darm und Hirn. Warum Zuckerkrankheit, solche Sachen, das hat natürlich alles damit zu tun, dass ihr die falschen Sachen essen tut und dann habt ihr Bluthochdruck und dann fängt das Herz an zu leiden und weiter. Das Darm ist tatsächlich das zweite Gehirn oder vielleicht sogar das erste. Und in ganz links, ihr seht schon, seit Tausenden von Jahren in der chinesischen Medizin, aber Tausenden von Jahren auch in der ayurvedischen Medizin, wurde der Darm immer ganz besonders hervorgehoben. Und heutzutage, der Darm, wir verstehen so viel mehr über diesen Darm heutzutage und über das Mikrobiom. Die Leute vor 5000 Jahren, die hatten keine Ahnung, dass es ein Mikrobiom gibt. Aber die haben trotzdem das Richtige gemacht. Die haben sich auf den Darm konzentriert. Weil wenn ihr nämlich schaut, was für Heilmittel eingesetzt wurden damals, vor 5000 Jahren, 1000 Jahren, dann sind das eigentlich alles Kräuter oder eben ätherische Öle als eine Sonderform dieser Kräuter und dieser Pflanzen, wie Pfefferminze hier oder Ingwer in der Mitte oder Caraway hier. Das sind alles Substanzen und Pflanzen, die darmunterstützend sind.
Und wenn ihr mal zurückgeht zu 200-300 Jahre alte Bücher und diese Schriften anschaut, sogar die lateinischen Schriften 2000 Jahre oder die griechischen Rollen und schaut, was die Ärzte damals gemacht haben. Die haben tatsächlich alle Sachen im Körper praktisch mit Darm beeinflussenden Pflanzen behandelt. Ganz, ganz interessant. Und das schon zeigt euch schon, dass die mit Erfahrung genau wussten, was man machen muss. Heute schlucken wir für alles eine Pille, die nicht unbedingt das widerspricht, was ihr hier seht. Und deshalb ist das alles nicht so in Ordnung. Und wenn ich kenne einen sehr guten Freund von mir, das war mein bester Freund, den ich je hatte, und der hieß Gary Young. Und vielleicht wissen einige von euch nicht, Gary Young ist der Mann, der Young Living geschaffen hat. Ich nehme, gehe mal davon aus, dass die meisten von euch bei Young Living dabei seid. Wenn noch nicht, dann müsst ihr ganz schleunigst mit der Person sprechen, die euch zu diesem Zoom eingeladen hat. Aber Gary Young hat schon vor 30 Jahren, hat er nur ein paar wenige Öle gehabt. Er hat mit Lavendelöl angefangen und ein paar andere dazu genommen, Pfefferminze und so. Aber er hat sofort angefangen, Produkte, Nahrungsergänzungsmittel herzustellen, weil er sah, dass die Nahrung eben nicht gut war und Leute häufig Krankheiten hatten, wenn die Nahrung nicht gut war. Und die ersten, das ist, er hat 4 Produkte ganz am Anfang hergestellt. Das Tyromin war noch eines davon, aber das Comforton war dabei, wir werden das nochmal dann sehen, ICP, ja, auf Englisch nennen wir I can poop, also ich kann endlich wieder Stuhlgang haben, und Juvaton hat etwas mit der Leber zu tun und dem Darm, das waren alles Darmreinigungsprodukte. Also der Gary Young hat schon ganz früh, bevor Young Living überhaupt, das war noch eine andere Firma damals, Living Young hieß die und nicht Young Living, ganz interessant. Gut. Was ich habe euch versprochen, ich werde euch die Verbindung zwischen Darm und Hirn erklären. Schauen wir uns mal Babys an. Hier ist eine Studie, wo man den Code, also das Mikrobiom von Babys analysiert hat. Man hat den Stuhlgang von 100 Babys am ersten und am zweiten Geburtstag analysiert. Zusätzlich wurde mit gewissen Testen die Hirnentwicklung gemacht und man hat sich noch die Hirngröße angeschaut. Und man hat festgestellt, die Hirngröße war total gleich, aber Babys mit gesunden Bakterien im Stuhl hatten deutlich bessere Hirnfunktion. In anderen Worten, die waren viel gescheiter. Und das haben die dann nach weiter verfolgt über 10 Jahre. Und das waren auch bessere Schüler dann, gescheitere Kinder in der Schule. So, wenn wir durch das Hirn schauen, dann sehen wir hier einen Teil im alten System. In der Mitte des Hirnes haben wir das alte System. Und dann draußen herum ist etwas das neuere System von der Entwicklung her. Und im alten System sehen wir so eine Struktur, die wie ein Seepferdchen aussieht, das etwas gedreht wurde. Und Seepferd auf Altgriechisch heißt Hippocampus. Und also wir haben hier den Hippocampus, deshalb heißt die Struktur so. Und ihr seht sie hier nochmal mit Gelb etwas beleuchtet. Und im Hippocampus, was für Funktionen haben wir dort? Wir haben dort das Gedächtnis, wir haben dort die Emotionen und wir haben dort etwas auch das Laufen, das Gleichgewicht, das 3D-Denken. Wenn jemand jetzt Demenz wird und Alzheimer bekommt, dann verlieren die das Gedächtnis. Die sind total instabil mit den Emotionen. Die lachen und weinen alle 2-3 Minuten, wechselt sich das. Und die können auch nicht mehr gut laufen und fallen häufig. Alle von euch, die jemanden in der Familie haben mit Alzheimer oder Demenz, die wissen ganz genau, von was ich spreche. Also dieser Hippocampus scheint schon sehr wichtig zu sein. Wenn wir eine Entzündung im Darm haben, weil wir zu viel Zucker essen, die falschen Fette und so weiter, dann entwickeln sich Entzündungskörper, kleine Substanzen, die durch die Darmwand ins Blut gehen und dann ins Fettgewebe gehen. Und weil das Fett, das Gehirn eigentlich total fett ist, dann gehen die dorthin und entzünden das Gehirn. Das heißt, eine Darmentzündung automatisch führt zur Hirnentzündung. Ihr merkt das auch ab und zu, wenn euer Darm nicht okay ist, dann könnt ihr nicht klar denken. Das andere Problem ist, dass wenn der Darm nicht richtig funktioniert, in der Darmwand werden einige Chemikalien hergestellt, also normal nicht chemische Chemikalien, sondern organische Körperchemikalien. Wir nennen die Neurotransmitter. Neuro für Hirntransmitter, weil sie ein Signal übertragen. Eure Glücklichkeit, eures Denken, die ganze Funktion eurer Nerven funktioniert nur,
wenn ihr die richtige Mischung und Anzahl dieser Chemikalien, Neurotransmitter habt. Und wenn der Darm entzündet ist, ungefähr 80% dieser oder 70 bis 80% dieser Neurotransmitter, der wichtigen, werden tatsächlich im Darm, in der Darmwand hergestellt. Und wenn dein Darm ist nicht in Ordnung ist, kriegt ihr diese Neurotransmitter nicht. Und natürlich kann eures Hirn dann nicht funktionieren. Deshalb haben die vor 2000 Jahren ja gemerkt, wenn man den Darm behandelt, wird das Hirn plötzlich besser und die Leute denken klarer und können wieder gut sprechen und so weiter. Und hier habt ihr ein Bild von einem Hirn und ein Querschnitt. Und hier ist ein gesundes Hirn, wo ich mit der Maus drin bin. Und ihr habt hier rot umgekreist den Hippocampus, den wir jetzt angeschnitten habt. Und ihr seht, wie der schön gesund und voll ist. Hier auf der rechten Seite haben wir ein Alzheimer-Demenzhirn. Und wir schauen uns den Hippocampus an und ihr seht, dass der total weggeschmolzen ist. Das heißt, kein Gedächtnis, kein Verständnis für die Sprache, keine gute Emotionen, keine stabile Emotionen und auch kein stabiles Laufen. Chronische Entzündung im Hirngewebe führt zum Verlust von Hirnrezeptoren im limbischen System, das ist dieses System, wo der Hippocampus drin ist, und zur Verkleinerung des Hippocampus. Das heißt, wenn jemand eine Demenz oder Alzheimer hat, sagen wir heute auch in der Medizin, wir können nichts mehr machen. You're toast, also du bist ein altes Stück Brot, oder game over, wir können nichts mehr tun. Nun, das stimmt nicht mehr ganz genau, weil in den letzten 2 Jahren sind jetzt einige neue Medikamente, sind Antikörper, die man einspritzen kann, die sehr versprechende Wirkung zeigen beim Alzheimer. Aber wir möchten ja eigentlich diesen Hippocampus wieder wachsen lassen, weil das ist ja eine der Hauptursachen, abgesehen von, dass die Hirnrinde auch schrumpft und so weiter, dass wir diesen Alzheimer, diese Demenz haben. Und hier kommen total faszinierende Studien. Und ich werde euch das übersetzen. Der Hippocampus von Erwachsenen kann neu geschaffen werden, Neurogenesis, also das Hirngenese, Genesis oder Genesis ist natürlich das neue Wachsen. Und das ist reguliert durch das Mikrobiom. Das heißt, wenn wir jemanden haben, und ich weiß, dass von euch, einige von euch, jemanden mit Demenz und Alzheimer in der Familie habt, ihr müsst im Darm anfangen. Ihr müsst den Darm wieder in Ordnung bringen, dass der Darm den Hippocampus wieder wachsen lassen kann, damit das Gedächtnis etwas zurückkommt. Und wir haben das bei meinem Schwiegervater, haben wir das tatsächlich innerhalb von 1,5 bis 2 Jahren von total nichts mehr verstehen, nichts mehr erinnern, alle 2 Minuten dieselbe Frage fragen, 1,5 Jahre später sich in 3 Sprachen total normal mit verschiedenen Leuten am Tisch unterhalten. Also völlig, und das haben wir alles mit Young Living Produkten und mit gesunder Ernährung und mit Bewegung und mit Schlaf, alles mit diesen Sachen gemacht. Ungesundes Essen bewirkt eine Schrumpfung des Hippocampus, eine Schrumpfung des Hirns. Jedes Mal, wenn ihr etwas Schlechtes essen tut, weil ihr das möchtet, müsst ihr euch bewusst sein, dass ihr eures Hirn schrumpft. Bewegung. Wenn ihr euch nicht bewegt, verkleinert sich der Hippocampus. Wenn ihr euch bewegt, vergrößert sich der Hippocampus. Hier ist die Studie, der rechte Hippocampus, der linke Hippocampus hier unten. Bewegung in blau, der Hippocampus wird größer. Nur Stretzung ohne Bewegen im Stuhl sitzen, der Hippocampus wird kleiner. Und hier auf der linken Seite genau dasselbe. Das ist massiv signifikant. Wenn ihr jeden Tag eine halbe Stunde gehen könntet im Wald oder irgendwo, das ist die Therapie, die wir brauchen. Natürlich, wenn jemand schon Alzheimer oder Demenz hat, müsst ihr wissen, die sind im Gleichgewicht nicht gut. Dann müsst ihr links und rechts müsst ihr in die Arme einhängen und dann mit denen mitlaufen und vielleicht nicht mit einer halben Stunde anfangen, sondern vielleicht nur mit 5 oder 10 Minuten und sich so langsam hocharbeiten. Das ist ein anderes bildgebendes Verfahren. Wir nennen das SPECT für Single Proton Emission Computed Tomography, kompliziertes Wort. Aber was wir hier machen, wir messen die Funktion vom Hirn. Und das wird dargestellt in einem Bild. Und ihr seht hier links diese großen Löcher. Das sind Funktionsdefizite, vor allem im Vorderhirn. Hier hinten wäre das Hinterhirn. Okay, hier ist vorne, hier wären die Augen links und rechts. Und ihr seht diese massiven Defekte.
Das ist ganz typisch für Alzheimer und Demenz, weil hier die ganze Aufnahme der Eindrücke kommt mit den Augen, mit dem Gehör auf der Seite. Und hier kommen diese Defekte in der Hirnrinde zusätzlich zum Hippocampus, der kleiner wird. Und hier, was die gemacht haben, die haben 9 Monate lang haben die total gesunden Lebensstil gemacht, wie wir mit meinem Schwiegervater gemacht haben, gesundes Essen. Die haben Probiotika gegeben, die sind laufen gegangen, die haben geschaut, dass der Schlaf okay ist und schaut euch an, wie sich das erholt hat. Die Funktionen sind immer noch etwas Defizite. Wenn man hier weitermacht, wahrscheinlich ein weiteres Jahr, füllt sich das auch auf. Aber massiv, was ihr hier machen könnt. Und die Leute und die Ärzte sagen, da kann man nichts mehr machen, muss man in ein spezielles Altersheim. Auch dort kann man noch etwas machen. Also ich unterrichte Altersheime hier, die Alzheimer-Patienten haben mit Ölen und anderen Sachen. Und ich unterrichte auch, ich habe unter mir als ein Team, habe ich ein Spital, das Hirngeschädigte nach Unfällen, nach Schlaganfällen behandelt. Und wir brauchen zum Beispiel Zitronenöl, um das Gehör und die Sprache zu verbessern. Wir brauchen Pfefferminzeöl, um diese frontalen Teile zu aktivieren und verbessern. Also phänomenal, was man mit Ölen machen kann und mit Gerüchen machen kann, weil der Körper eben ausgerüstet ist mit Geruchsrezeptoren, die dann gewisse Sachen machen. So, wenn wir das alles zusammenfassen, das war jetzt so etwas, die ganze Wissenschaft über den Darm. Aber was machen wir jetzt? Weil einige von euch, ich weiß es ja, sind nicht so optimal. Einige von euch sind übergewichtig und fettleibig. Was machen wir? Wir machen 3 Schritte. Im ersten Schritt machen wir ein grundlegendes Wohlbefinden erreichen. Wie machen wir das? Wir schmeißen die alten Sachen raus. Das ist der Frühjahrsputz, eben die Darmreinigung zum Beispiel. Im zweiten Schritt tun wir dann das Optimieren. Wir verbessern das Wohlbefinden, indem wir ein gesundes Energieniveau herstellen und einen gesunden Darm wieder aufbauen. Und wenn wir dann das erreicht haben, im dritten Schritt, dann erhalten wir und bewahren wir das spektakuläre Wohlbefinden, diese neu gewonnene Energie und diesen gesunden Darm. Und natürlich im ersten Schritt, eure Zellen sehen so aus, totales Chaos, weil ihr schlecht gegessen habt, ihr euch nicht bewegt habt, ihr nicht genug schlafen tut. So sieht das aus in der Zelle. Da findet ihr nicht mal das Telefon, das noch läutet und ihr könnt ja nicht mal durch das Zimmer laufen. Da müsst ihr natürlich putzen gehen, wie ich hier, ich putze regelmäßig. Das ist ihr seht, ein alter Käfer hier, das ist der erste Auto meiner Frau, weil ich kenne ja meine Frau schon, seitdem sie 15 Jahre ist und ich 18, sind wir zusammen. Und mit 18 Jahren hat sie diesen Käfer gekriegt und den putze ich natürlich regelmäßig. Ich helfe meine Frau auch im Haushalt und ich weiß jetzt auch, wie man eine Waschmaschine und einen Trockner operiert. Und das Schwimmbad, das ist meine Sache. Aber meine Frau und ich waren gerade vor 3 Tagen bei einem holistischen Zahnarzt. Wir waren 3 Jahre nicht mehr wegen Covid, weil wir nicht, es war mir etwas die Nase des Zahnarztes zu nah an meiner Nase. Und wir sind gegangen und wir haben beigedacht, da werden die viele Löcher finden und so. Wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten. Und die haben dort geschaut, haben gesagt, was macht ihr denn? Ihr habt praktisch gar keinen Zahnstein, ihr habt super Zähne. Für eures Alter total überdurchschnittlich, haben wir gesagt, wir brauchen Young Living Teeth Zahnpasta und das Mundwasser und die Zahnseide und so weiter. Und wir haben dann gerade die holistische Zahnärztin gestern eingeschrieben. So, im zweiten Schritt, nachdem wir geputzt haben, müssen wir wieder aufbauen, wie diese schöne Kirche-Kathedrale in Norditalien, die von einem Erdbeben zerstört wurde. Natürlich zuerst muss man alles aufputzen. Und wenn man das alles aufgeputzt hat, dann kann man auf einem sauberen Boden wieder neu aufbauen mit Blöcken. Und ihr kennt diesen, da bin ich hier draußen am Bauen. Und natürlich habe ich hier diese Blöcke, diese neuen Energieblöcke, Nahrungsmittelblöcke, Nahrungsergänzung, aber auch Schlaf. Wusstet ihr, dass wenn ihr ein paar Minuten weniger mehr schlafen tut, dass ihr wesentlich besser denkt und Gewicht abnehmt? Wenn ihr weniger als 7 Stunden schläft, nehmt ihr an Gewicht zu, weil die Hormone sich ändern. Wenn ihr der optimale Zeitpunkt zum Schlafen ist ungefähr 8 bis 9 Stunden. Das ist die neueste Forschung. Früher dachte man immer 7 Stunden, aber 8 bis 9 Stunden. Und das ist mir natürlich klar mit kleinen Kindern und Schreien und so weiter. Aber für das haben wir auch Öle, die etwas helfen, dass die Kinder etwas schlafen. Okay? Da können auch die Eltern schlafen und wieder gesund aufbauen. Hier diese Blöcke aufeinander setzen.
Aufbau ist natürlich, alle Körpersysteme werden wieder neu aufgebaut. Man braucht Präbiotika, das sind Fasern, Probiotika, das sind diese lebenden kleinen Bakterien, die guten, die wir im Joghurt finden, wenn er nicht abgetötet, sterilisiert ist, der Joghurt. Aber wir finden das im Sauerkraut, in allen fermentierten Sachen, im Kombucha trinken oder in Nahrungsergänzungen wie Life 9, die wir haben bei Young Living. Und das wird alles gebraucht, um diese neuen Magen-Darm-Funktion neu aufzubauen und zu unterstützen. Und natürlich brauchen wir dann auch mehr Proteine. Das sind die Nahrung oder die Baublöcke eigentlich des Körpers und weniger Zucker, weil Zucker verfrisst eigentlich alles. Und dann im dritten Schritt müssen wir die Wartung machen, damit das auch schön aussieht und dann schön bleibt und wie dieser Garten. Und ich mache das auch regelmäßig. Ich schneide meine Hecken und meinen Garten, die Palmbäume und so weiter. Und das fängt aber damit an, indem man keinen neuen Müll in den Körper reinbringt, vor allem nicht in den Darm. Euer Darm ist wie eine Kirche, wie ein Tempel. Und man wirft ja einfach keinen Abfall weg in der Kirche oder im Tempel. Und euer Körper ist ein Tempel und vor allem euer Darm. Also hört auf, schlechte Sachen in den Darm reinzutun. Dann muss man natürlich die Zellenfunktion unterstützen mit sehr guter energieunterstützender Nahrung und Nahrungsergänzungsmittel. Und dann nicht nur gesunde Ernährung, aber auch regelmäßige Bewegung, gesunder Schlaf, gute Emotionen gehören alle zur Pflege und Wartung von allem, von dem, was ihr jetzt erreicht habt. Und für mich Wiederaufbau und Wartung, wir haben ein super Produkt, das heißt Ninja Red. Viele von euch haben das schon versucht. Wir haben das in Flaschen und in kleinen Säcken. Das ist so eine tägliche Portion. Und hier hat es ungefähr 30 von diesen Säcken drin für 30 Portionen. Ich gehe durch eine Flasche pro Woche, ganz konsequent seit Jahren. Eine Flasche pro Woche. Also ich bestelle mir 4 Flaschen und wenn ich reise, nehme ich diese kleinen Säcke mit oder wenn ich in den Workout, also in den Gym gehe, nehme ich diese kleinen Säcke mit. Nun, viele Leute sagen immer, ja, aber das ist ja genauso teuer wie eine gute Weinflasche. Ja, muss ich euch sagen, die gute Weinflasche, vielleicht ein kleines Glas Rotwein, hat gewisse Gesundheitsvorteile, aber dann hört es dann bald mal auf. Hier mit dieser Flasche habt ihr nur Gesundheitsvorteile. Also für mich ist es so wert, dieses Geld auszugeben für diesen Preis, weil das schmeckt jung und alt, das können Babys schon trinken und Kinder und Alte. Das Einzige mit den Kindern, ihr müsst aufpassen, dass die nicht hinter eurem Rücken zum Kühlschrank gehen und die ganze Flasche austrinken. Wenn die das machen, da haben die einfach etwas einen weichen Stuhl, sagen wir, wenn ihr zu viele Früchte esst, ihr kennt ja das. Okay, aber jetzt sagt er, ja, das ist okay, der Doc Olli und alle sagen, das ist so gut, die wollen ja etwas verkaufen und ist okay. Young Living hat jetzt offiziell eine Studie durchgeführt und bei der amerikanischen Regierung angemeldet. Das ist eine sogenannte randomisierte, doppelblind, placebo-kontrollierte Studie. Das ist die beste Studienart, die man machen kann in der Wissenschaft und in der Medizin. Die wurde registriert und durchgeführt in Amerika. Hier unten in grün seht ihr die Registrationsnummer, könnt ihr nachlesen gehen. Und die wurde überwacht und analysiert von einer unabhängigen wissenschaftlichen Gruppe, damit nicht Young Living sagen kann, ja, ist ein Produkt, das wir verkaufen, dann tun wir möglichst viele gute Resultate jetzt bringen und wir verstecken die schlechten Resultate. Das ist nicht möglich, wenn eine unabhängige wissenschaftliche Gruppe das analysiert. Und der Titel der Studie war übersetzt, die Folgen einer Nahrungsergänzung, eben Ninja Red, in Bezug auf Gesundheit und Lebensqualität. Und hier sind die Resultate. 160 Teilnehmer, Alter 18 bis 70, 2 Gruppen. Die Gruppe, die Interventionsgruppe, ist die Gruppe, die ein kleines Sachet pro Tag eingenommen hat für 60 Tage, also 2 Monate. Und die Placebo-Gruppe, und da wurde man also randomisiert, also per Zufall zugeordnet. Da konnten die Leute nicht sagen, ich habe es besonders gern, ich möchte das trinken. Die anderen haben dann einfach ein rotes Wasser bekommen, das ähnlich ausgesehen hat. Das war das Placebo. Und die Placebo-Gruppe hat ansonsten keine Änderung im Lebensstil gemacht und diese Gruppe hier hat als einzige Änderung einfach ein Sachet pro Tag getrunken. Und das ist herausgekommen, offizielle Resultate. 35% der Erhöhung der körperlichen Energie. Das hören wir immer wieder von Leuten, die 1-2 Monate mit Ninja Red sind, dass die plötzlich mehr Energie haben. Warum? Weil die natürlich auch den Darm etwas durchputzen, eine gute Energie, da sind Proteine drin, gesunde Sachen drin, Antioxidantien, die in den Körper kriegt, das natürlich putzt das die Zellen, damit ihr wieder funktionierende Zellen habt.
36% weniger körperliche Limiten. Was heißt denn das? Das heißt, Leute, die ab und zu etwas Schmerzen im Knie haben oder etwas müde sind, um zu gehen, das fällt alles weg in über einem Drittel der Leute. Und wenn wir das zusammennehmen, ist das zwei Drittel der Leute, die das machen, haben dann bessere Bewegung und bessere Energie. Hier kommt er auch noch, super, mehr und besseren Schlaf nach 60 Tagen. 21 Minuten mehr Schlaf pro Nacht und bessere Energie tagsüber. Ja, ihr sagt ja, 21 Minuten ist ja nicht so viel. Wisst ihr, dass Kinder, die 10 Minuten länger schlafen als Kinder, die das eben nicht machen, die Kinder haben ein, zwei Grade, Noten in der Schule, bessere Noten. 10 Minuten Schlaf. Und wir wissen, dass wenn wir ungefähr 20 Minuten Schlaf weniger über ein Jahr machen, verlieren die Kinder ungefähr zwei Klassen, das Äquivalent von zwei Schulklassen. Okay, so wichtig ist der Schlaf. Und 21 Minuten ist massiv. Deutliche Reduktion, das ist für die Amerikaner. Euch Europäer darf ich das nicht sagen, weil wir Gesetze haben in Europa über Entzündung, da dürfen wir nicht so sprechen. Aber die Amerikaner, die hier gut Deutsch sprechen und zuhören, da darf ich euch sagen, eine deutliche Reduktion der Ganzkörperentzündung. So, und zusätzlich noch Reduktion des täglichen Stresses. Wer hat keinen Stress gehabt in den letzten 2 Jahren? 23% weniger Stress, deshalb eine verbesserte mentale Gesundheit, hat natürlich auch damit zu tun, dass der Darm gesünder ist und ihr versteht jetzt die Verbindung zwischen Darm und Hirn und sogar Unterstützung einer tieferen, gesunden Atmung. Warum? Wenn man gestresst ist, hat man eine flache Atmung. Wenn man sich erholt fühlt und gesund fühlt, dann atmet man so richtig durch und das bringt natürlich wieder mehr Sauerstoff in den Körper, was natürlich wieder gesünder ist für den Körper. Also ihr seht massive Vorteile hier in einer Studie offiziell festgelegt. Deshalb für mich, für alle Programme, die ich mache und andere Leute machen, sollte man das haben. Und hier kommt eben das Darmreinigungsprogramm von der Susanne Beck rein. Ihr seht, sie hat sich das super überlegt. Schaut mal, was so drin ist. Zitrone, Pfefferminze, haben wir schon davon gesprochen. Die waren so in den alten, vor 2.000-3.000 Jahren, das sind die so die Früchte oder die dann auch Öle, die die alten Heilpflege gebraucht haben. Ninja Red habe ich euch gerade erzählt. Multigreen, das sind alles Pflanzen. Comfortone haben wir schon gesprochen. Und so wechselt sie ab. ICP hier haben wir besprochen. Omega Gize haben wir leider nicht besprochen. Enzyme kommen noch dazu. Life 9 hier haben wir besprochen. Also die hat ein total super Produkt, ein 6-Wochen-Produkt entwickelt und meldet euch bei der Susanne Beck oder bei der Person, die euch hier zu diesem Zoom gebracht habt, damit ihr mehr lernen könnt über diese Darmreinigung von Susanne Beck. Und wenn ihr die dann macht, anschließend könnt ihr dann super gut mit Eat5E anfangen, weil das spielt total super überein. Sie gibt euch sogar Einkaufslisten. Hier ist eine Einkaufsliste, genau was ihr kaufen müsst, wie viel es kostet. Und natürlich, wenn ihr noch nicht bei Young Living dabei seid, müsst ihr euch unbedingt einschreiben und auf eine monatliche Bestellung setzen, damit ihr möglichst viel Geld spart. Ihr spart dann ungefähr 24% und mehr, weil ihr noch Gratis-Produkte bekommt. So, super Sache. Also für mich so ganz für einen regelmäßigen Stuhlgang, alle diese drei Produkte sind in dem Programm von der Susanne drin. Comfortone, ICP, Life 9, das sind meine drei Darm-Musketiere. Und ihr wisst ja, die Musketiere haben ja immer noch einen vierten gehabt, einen kleinen. Und der ist jetzt in Europa gerade neu dazugekommen. Ich habe das in Valencia vor einem Monat vorgestellt, in Spanien, Digest and Cleanse. Natürlich, wenn etwas Verdauung und Reinigung heißt, hat das mit Darmreinigung zu tun. Und das ist, was drin ist. Hier finden wir wieder alle diese Sachen, die die Susanne in ihrem Programm hat. Die Pfefferminze, die Zitrone, Ingwer, Fenchel, Anis, Kümmel, alle diese Sachen, die schon seit Jahrtausenden gebraucht wurden, um den Darm zu unterstützen. Also ich hoffe, ihr habt wirklich verstanden, ein gesunder Darm heißt Gesundheit und weniger Krankheit. Und ihr könnt dann das weiterführen, wenn ihr diesen Susanne Beck-Kurs gemacht habt mit der Darmreinigung, könnt ihr dann ins Eat5E reinkommen. Das ist ein Programm, das ich über 14 Jahre entwickelt habe, wo ich diese Reinigung, Darmreinigung dann weiterführe im ersten Monat und dann geht es weiter für 6 Monate. Jeden Monat machen wir anderes wie Hormone, wie Entgiftung, wie Gewichtsabnahme und. Und wenn ihr da mitmachen wollt, müsst ihr einfach zu Facebook gehen und euch für Eat5E, Eat auf Englisch, auf Deutsch heißt das Ist, 5 sind Nummer 5, die E steht für die Elemente. Wir essen nach den 5 antiken Elementen, darum heißt das Eat5E.
die bei uns im Team sind, die Susanne und ihr Team sind alle bei uns, aber vielleicht andere von euch sind Crossline, aber auch bei uns. Ihr könnt so natürlich in die Zukunft gehen, aber ihr müsst dann die Fragen beantworten, die meine Frau stellt, eure Mitgliedernummer, weil dort kommen nur Leute rein, die bei uns im Team sind. Im Info.de nehme ich alle heute rein. Crossline ist mir völlig egal. Wir machen auch monatliche Zooms über verschiedene Themen. Die werden hier angetündet in diesen Sachen. Und ich mache ab und zu auch Zooms auf Wunsch unserer Leaders, wie jetzt Susanne Beck, die mich jetzt gebeten hat, etwas über den Darm zu sprechen. Und das ist, was ich jetzt mache, als letztes zum Sagen. Und ich möchte hier gerade mit Susanne Beck feiern, weil wir haben in den letzten 2,5 Jahren einen großen Sturm gehabt, schlechtes Wasser, viele Leute, Boote sind untergegangen, Leute sind leider gestorben und es war wirklich schlechtes Wasser, Unsicherheit und die Schiffe fanden den sicheren Hafen nicht. Und Leuchttürme leuchten jetzt, das Wasser ist immer noch etwas stürmig, aber es beruhigt sich. Und wenn wir Leute haben wie Susanne und viele andere, hier sehe ich, die jetzt anfangen wieder zu Hause kleine Partys zu machen, Wohlfühlabende, wo man alle Öle schnuppert oder kleine, hier waren wir nur zu viert oder große Gruppen, wo wir Events machen. Das sind alles Leuchttürme für mich. Das sind scheinende Vorbilder wie die Susanne, die hier draufstehen. Und ich feiere jede Woche, ich hebe hoch einen Leuchtturm in dieser dunklen Welt, die Leute, die Schiffe wieder in die sicheren Häfen führt. Also vielen lieben Dank, Susanne Beck, dass du so ein Leuchtturm bist und dein Licht so ausstrahlen tust. Wenn Licht ist, kommen die Leute und du strahlst Licht aus und die Leute kommen. Also Gratulation und vielen lieben Dank. Mit dem würde ich sagen, genießt eure wiedergefundene Gesundheit, die Darmgesundheit. Ich habe hier den blauen am liebsten, weil der den Darm sich hebt. Vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt. Und ich höre somit auf und werde das Sharing aufhören. Und jetzt werden wir noch Fragen und Antworten machen. Und für die Fragen und Antworten werde ich die Susanne fragen, das Aufnehmen abzustellen, damit wir wirklich offen sprechen können. Ihr könnt